Herzlich willkommen zu unserer heutigen Abendrunde, Gesprächsrunde, lösungsorientiertes Denken. Herzlich willkommen an alle, die heute dabei sind. Wir freuen uns, dass wir so viele Teilnehmer haben. Und ja, die Gruppe Coaches Wir für euch ist ja eine Facebook-Gruppe. Haben wir gegründet aus einfachem Interesse darum, dass wir anderen einfach Unterstützung geben können. Wir sind alles, jeder für sich auf sein Gebiet spezialisiert, aber genau die Mischung, die macht uns aus. Und ihr werdet merken, auch in einzelnen Beiträgen, jeder hat so sein Spezialgebiet. Und das ist einfach das Besondere an uns. Wir machen das wirklich aus Spaß, aus Freude, ohne jetzt den Profit im Vorteil zu haben oder im Vordergrund. Einfach, weil wir helfen wollen, weil wir einfach Spaß an den Leuten haben. Und wie gesagt, ein Dankeschön am Schluss oder das Feedback, das ist für uns das Schönste überhaupt. Wir fangen heute an mit dem Roland, der Roland Wahl, und zwar mit lösungsorientiertes Denken. Bitteschön. Ja, herzlich willkommen. Einen schönen guten Abend an euch alle. Das lösungsorientierte Denken, das fokussiert natürlich auf die Lösung und nicht auf die Probleme. Und das primäre Ziel der Lösungsorientierung ist es nicht, die Probleme zu beseitigen oder dass es keine Probleme mehr gibt, sondern sich von diesen Problemen zu lösen, um die Wahrnehmung und den Blickwinkel zu erweitern, um eine neue Perspektive einzunehmen. Es gibt immer dieses Schlagwort Problemorientierung oder Lösungsorientierung. Und natürlich gehören Probleme zum Leben dazu. Entscheidend ist der Umgang mit diesen Problemen. Und oft wird viel zu viel Aufmerksamkeit auf das vermeintliche Problem gerichtet. Und Problemorientierung fokussiert auch viel zu sehr auf der Vergangenheit. Worum ging etwas schief? Und durch eine intensive Betrachtung des Problems starre ich oft wie ein Kaninchen auf die Schlange. Und es stabilisiert Problemzustände. Das kann zu einer Problemtrance führen. Solchen Zustand führt oft zu einer Erstarrung. Und Problemorientierung unterstützt die Opferrolle. Man ist Gefangener seiner Probleme und es gibt scheinbar kein Entkommen. Es bleibt auch keine Energie mehr übrig für Veränderungsprozesse. Und die Lösungsorientierung vielmehr, die geht vom Standpunkt aus, dass es hilfreicher ist, sich auf Wünsche, Ziele, Lösungen, Ressourcen statt auf Probleme zu fixieren. Und beim lösungsorientierten Denken liegt der Fokus auf den Dingen, die funktionieren. Die Aufmerksamkeit wird also auf Fortschritte in einem Projekt, auf Chancen, auf Alternativen gelenkt. Es ist der sogenannte positivere Ansatz von den beiden. Und die Lösungsorientierung ist natürlich auch gegenwärts- und zukunftsorientiert im Vergleich zur Problemorientierung. Es gilt das Motto, Ausblick statt Rückblick. Die Lösungsorientierung hilft dabei, die Herausforderung anzugehen. Die Kreativität wird gefordert. Man konzentriert sich auf das, was funktioniert. Losgelöst von den Fesseln des Problems kann man sich schneller einen Zielzustand vorstellen und auch mit diesem Zielzustand dann arbeiten. Und dieses Arbeiten am Zielzustand, das motiviert, das gibt Schwung, das begeistert und es lässt, wie schon gesagt, diese Kreativität freien Lauf. Das radikal Neue an der Lösungsorientierung ist eigentlich das Bekenntnis zur Einfachheit. Um komplexe Situationen erfolgreich zu sein, ist es nicht notwendig, diese komplexe Situation verstehen zu wollen, sondern es ist einfach hilfreich, unvoreingenommen zu beobachten, was könnte jetzt funktionieren, um in kleinen Schritten mehr und mehr davon umzusetzen. Lösungsorientierung bedeutet demnach erstens, positive Veränderungen geschehen in kleinen Schritten. Zweitens, wenig Information genügt schon für die Wahl der nächsten Schritte. Drittens, das konkrete Handeln verdrängt das Verstehen wollen. Und es gibt auch noch drei Grundprinzipien. Erstens, repariere nicht, was nicht kaputt ist. Zweitens, finde heraus, was gut funktioniert und tu mehr davon. Drittens, wenn etwas trotz vieler Anstrengungen nicht gut genug funktioniert und passt, dann höre auf damit und versuche etwas anderes. Bereits schon der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe hat zu Beginn des 19. Jahrhunderts erkannt, dass das Denken in Lösungen besser ist wie das Denken in Problemen. Zitat, denke nicht in Problemen, denke in Lösungen. Zitat Ende. Und die Klienten, die in Coaching und Beratung kommen, sind ja die Experten, weil sie mit dem Problem kommen und oft auch schon die Idee für die Lösung mitbringen.
Die Lösung ist aber oft verborgen, versteckt, unbewusst in uns. Und das ist die Aufgabe im Coaching-Prozess, die Lösung zum Vorschein zu kommen zu lassen, die Lösung bewusst sich zu machen, dass sie sich zum richtigen Zeitpunkt entfaltet und zum richtigen Zeitpunkt an die Oberfläche geholt wird. Und dann kommt das wohl bekannteste Zitat. Der Köder oder der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Zitat Ende. Daher sollten wir Coaching immer klientenorientiert durchführen und lösungsorientiert gestalten. Und das ist im Prinzip Aufgabe des Coach und des Coaching-Prozesses. Denn nicht uns muss der Wurm schmecken, sondern dem Fisch. Und ich habe noch ein letztes Zitat. Das Sprechen über Probleme hilft dem Problem. Das Sprechen über Lösungen hilft dem Lösen von Problemen. Zitat Ende. Soweit von meiner Seite und nun geht's weiter mit Ralitza. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auch von mir mit jetzt unseren Kommunikationsrunde zu diesem spannenden Thema, das uns alle betrifft und wahrscheinlich ein Leben lang begleiten wird. Ja, denn es wird immer neue Probleme zu lösen geben und neue Herausforderungen zu meistern. Denn das macht ja das Leben aus am Ende. Das macht das Leben spannend und das macht das Leben interessant. Ja, und am Ende ist Leben Wachstum. Und ihr kennt das bestimmt, wer aufhört zu wachsen, der hört auch auf zu leben. Und das Leben wird zum reinen Existieren. Und dafür sind wir Menschen einfach nicht gemacht. Es ist aus meiner Sicht also wichtig, mit der richtigen Einstellung an die Probleme zu gehen. Und dann kann das Ganze sogar Spaß machen. Die Frage ist also, wie gehst du an die Probleme ran? Siehst du Probleme und Herausforderungen als etwas Schlimmes, als etwas Bedrohliches? Ja, verglichen mit einem Raubtier vielleicht, das um die Ecke lauert und dich verschlingen will, vor dem du flüchten musst? Oder gehst du mit einer anderen Einstellung daran? Oh, ein Problem, wie interessant. Was kann ich denn hierbei daraus lernen? Das ist vielleicht eine Chance für mich. Ja, denn ja, es ist ja wirklich so, dass jedes Problem eine Chance zu wachsen mit sich bringt. Da steckt meistens ein Potenzial dahinter. Und je größer das Problem, desto größer ist auch das Wachstumspotenzial, was damit verbunden ist. Und am Ende ist es ja so, mit jedem Problem, das wir gelöst haben oder mit jeder Herausforderung, die wir gemeistert haben, werden wir stärker und größer und auch selbstbewusster. Und es ist ja so, dass ein Problem, das uns im ersten Moment überfordert und vielleicht sogar unüberwindbar erscheint, ist oder kann ein Hinweis auf eine innere Blockade sein oder auf eine Angst, die wir uns in dem Moment anschauen dürfen und auflösen dürfen, um das Potenzial, das dahinter verborgen ist, freizusetzen. Ja, und du kannst dir das vielleicht so vorstellen wie ein Tor, vor dem du stehst. Ein verschlossenes Tor, das vielleicht mit kunstvollen Schnitzereien versehen ist oder vielleicht ein goldenes Tor, auf jeden Fall ein besonderes Tor. Und um dieses Tor zu öffnen, musst du ein Rätsel lösen, eine Blockade oder eine Angst überwinden, um den Schlüssel dafür zu bekommen. Ja, und wenn du es geschafft hast, da wartet ein Schatz auf der anderen Seite auf dich. Und dieser Schatz ist eine bisher verborgene Gabe, vielleicht eine Stärke, ein Talent, das wir schon immer als Potenzial in uns hatten und jetzt wieder entdecken dürfen und integrieren dürfen. Diesen Schatz dürfen wir annehmen und ab sofort darauf zugreifen, immer wenn wir es brauchen. Ja, und danach ist es so, habe ich auch die Erfahrung gemacht, die Lösung des Problems folgt fast von alleine. Mit einem Mal sehen wir neue Wege, öffnen sich neue Wege. Wir treffen neue Menschen und ja, es zeigen sich neue Möglichkeiten. Alles verändert sich. Ja, und zum Schluss möchte ich euch noch eine kleine Atemübung mitgeben, wenn ihr Lust habt, die helfen kann, das Gedankenkarussell zu stoppen und wieder zur eigenen Mitte zu finden, bewusster zu werden. Es ist ja leichter gesagt als getan, aber wenn das böse, riesige, ungeheure Monsterproblem vor uns steht, kann es passieren, dass wir unsere tolle Einstellung, Probleme lösen macht Spaß, auf einmal vergessen.
Ja, und mit dieser kleinen Atemübung können wir wieder zur Ruhe kommen und ja, uns auf die Lösung konzentrieren. So, ich werde Sie anleiten. Die Übung geht so. Also wir machen jetzt erstmal so 30 schnelle Atemzüge hintereinander. Dann beim letzten Ausatmen, also wir atmen richtig aus, machen die Lunge leer, leeren die Lunge und halten den Atem an. Nach einer Minute atmen wir wieder ein und dürfen dann, also wer es schafft, das ist kein Muss, um Gottes Willen. Jeder hört auf seinen Körper und wenn es zu viel wird, also es muss jetzt hier keiner bewusstlos werden und also wenn man das ein bisschen übt, geht das bis zu 2 Minuten sogar. Aber wir fangen hier mit 1 Minute und ja, wie gesagt, auf den Körper hören und rechtzeitig aufhören. Genau, dann atmen wir ein und halten nochmal für 15 Sekunden die Luft an. Okay, alle bereit? So, wir fangen mit dem schnellen Atmen an. Also wir müssen nicht auf die Uhr schauen, nicht zählen. Also ich mache das alles. So, wer möchte, kann gerne auch die Augen dabei schließen. So, und nochmal, wir fangen jetzt mit dem schnelleren Atmen an. So, die ganze Luft aus der Lunge rauslassen und den Atem anhalten. Ja, und das Ganze einfach genießen, nach innen schauen. Wie geht es denn deinem Körper jetzt in diesem Moment? Es kann sein, dass das Herz ein bisschen schneller schlägt. Das ist aber normal. Einfach nur den Körper beobachten. Es kann auch sein, dass es der Körper anfängt etwas zu vibrieren und leicht zu zittern, das ist auch normal. Ja, einfach nach innen schauen und genießen. Und es bleiben noch 20 Sekunden zum Genießen. Noch 15. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und einatmen. Und für weitere 15 Sekunden den Atem halten. Ja, und wieder ausatmen und ganz normal weiteratmen. Ja, und das mache ich persönlich 3-mal hintereinander. Das machen wir jetzt hier nur 1-mal nur zum Vorführen, das ist ja gedacht. Und ihr könnt es gerne mehrmals am Tag machen. Und vielleicht noch eine kleine Herzmeditation, sich mit dem Herzen verbinden. Das stärkt auch unsere Intuition und macht es uns leichter, wenn wir vor schweren Entscheidungen stehen. Ja, das war es auch schon von mir. Vielen Dank. Und viel Spaß mit den weiteren Vorträgen und ich übergebe an Belinda mit einem weiteren Impuls. Ja, hallo, guten Abend auch von mir an alle. Ja, ich möchte heute ein bisschen drüber sprechen, auch natürlich über den lösungsorientierten Ansatz. Und mir ist was über den Weg gekommen, das ich gerne im Coaching nutze. Und zwar kommt es aus der psychosozialen Beratung und das hat der Steve de Chaser mit seiner Frau Inso erfunden sozusagen. Und da geht es darum, dass man die Situation, in der man sich gerade befindet, aus einer anderen Perspektive betrachtet. Also zum Beispiel aus der Perspektive von einer Person, die vielleicht mit an dieser Situation an diesem Problem beteiligt ist. Oder auch kann man einen inneren Anteil befragen, wie er vielleicht diese Situation sieht. Also wir haben ja alle innere Anteile in uns. Und eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel auch, dass man Stühle nimmt
Und eben dann, also jeder Stuhl stellt eben eine Person dar, je nachdem, wie viele da in dieser Situation mit dabei sind, die dieses Problem machen. Und dann kann man sich auf die einzelnen Stühle setzen und sich in diese Personen reinfühlen. Und dadurch soll einfach eine andere Sichtweise entstehen. Und dass man dann dadurch seine Ressourcen mehr erkennt und eben die Lösungen besser, also besser auf die Lösungen kommen kann. Weil man eben nicht von sich aus da drauf guckt, sondern von anderen Personen sozusagen oder inneren Anteilen. Das ist ziemlich spannend, finde ich, die Sache. Und man kann natürlich auch die Neurografik dazu nehmen. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich ja Neurografik-Coach. Und das ist auch eine ganz spannende Sache, dass man dann so seine inneren Anteile zeichnen kann und dadurch kommuniziert man auch mit seinem Unterbewusstsein und kann seine Ressourcen praktisch sichtbar machen. Das ist auch mal ein Beispiel, was man so machen kann. Also jetzt gerade von inneren Anteilen sprechen, haben wir hier zum Beispiel die Kriegerin, die man befragen kann, wie sie vielleicht diese Situation lösen würde, oder der Krieger, also wenn es männlich ist zum Beispiel. Also es ist wirklich ganz spannend. Und da kann es wirklich sein, dass einem da plötzlich Sachen einfallen und Ressourcen, die einem helfen, eben dieses Problem zu lösen. Weil man einfach ein bisschen Abstand gewinnt und nicht mehr, wie der Roland vorhin schon gesagt hat, diesen Hamsterrad rumrennt und in diesem kreisförmigen Denken sich befindet und da einfach rauskommt dadurch, weil man einfach eine andere Perspektive einnimmt. Als ob man vielleicht von oben drauf schauen würde auf das Szenario. Genau, das wollte ich euch nochmal als kleinen Tipp mitgeben. Also Neurografik kann man auch so lernen, als Selbstcoaching, da braucht man gar keinen Coach dazu. Oder auch das mit den Stühlen kann man natürlich auch selber mal ausprobieren. Ja, das war jetzt mein kurzer Tipp und jetzt gebe ich weiter an die Frauke. Ja, vielen Dank. Ich habe auch eine kleine Mentaltrainingsübung mitgebracht, die jetzt auch gerade so schön, also es gibt ja nicht nur das Neurografik zu malen, sondern wir können das ja auch alles in den Gedanken, aus diesem Gedankenhamsterrad rauskommen. Und dazu würde ich euch einladen, euch kurz einen Ort zu suchen, an dem ihr euch sehr wohl fühlt. Also in eurem Kopf, in den Gedanken, einen Ort zu suchen, wo ihr so richtig schön entspannt und ja, ein Wohlfühlort eben. Denn manchmal stehen uns ja auch Gedanken im Weg und den können wir mit der Welt der Gedankengänge ein bisschen auf den Grund gehen. Falls ihr einen gefunden habt, dann würde ich gerne die Übung damit beginnen, indem ihr euch richtig schön bequem macht auf eurem Stuhl, euch entspannt, eure Augen schließt, wenn ihr mögt. Ruhig nochmal ein bisschen rumschuckeln. Meistens sucht sich der Körper eine angenehme Position. Und die dürft ihr natürlich auch jederzeit verändern, wenn euch das lieber ist. Als nächstes richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Und darauf, wie sich deine Bauchdecke rhythmisch ausdehnt und wieder zusammenzieht. Und komm mit deinem Atem an deinem inneren Wohlfühlort zur Ruhe. Und nun erinnere dich, wenn du merkst, dass du dich in einem Gedanken verloren hast, kannst du jederzeit zu deinem inneren Wohlfühlort zurückkehren, indem du ganz einfach deine Aufmerksamkeit wieder auf den Rhythmus deines Atems fokussierst. Beginne nun
deinen Gedanken zuzuschauen, so als würdest du auf einem Gehsteig stehen und die Leute vorübergehen sehen. Vielleicht bemerkst du, wie ein spezieller Gedanke in Sicht kommt, vorüberzieht und dann wieder verschwindet. Vielleicht merkst du auch, dass Gedanken eine Persönlichkeit haben. Manche sind angeberisch, andere sind scheu, manche sind lustig, manche ein bisschen gemein. Manche sind richtig hartnäckig und kommen wieder und wieder und wieder. Einfach nur sitzen und atmen und den Gedanken zuschauen. Du kannst einfach auf dem Gehsteig stehen bleiben, so wie es dir möglich ist, und die Gedanken vorbeiziehen lassen, statt mit ihnen mitzugehen. Und falls du bemerkst, dass du doch mitgegangen bist und einen Gedanken weiter verfolgt hast, was wir alle tun, dann Glückwunsch, dass du es gemerkt hast. Das ist super. Und so kann es gehen. Wenn du bemerkt hast, dass du einem Gedanken weiter gefolgt bist, bring einfach deine Aufmerksamkeit wieder zurück zu deinem Atem. Und konzentriere dich wieder auf den Rhythmus des Einatmens und des Ausatmens. Spüre, wie du ein- und wieder ausatmest. Deine Aufmerksamkeit sich wieder ganz auf deinen Atem konzentriert hat, kannst du wieder zum Gedanken beobachten übergehen. Vielleicht merkst du, dass manche Gedanken einzeln auftreten, während andere in Gruppen unterwegs sind. Oder dass ein Gedanke plötzlich eine ganze Gruppe von Gedanken, Gefühlen und Körperempfindungen um sich versammelt. Zum Beispiel Kopfweh oder ein Lächeln. Einfach weiteratmen und zuschauen. Wenn du dies immer wieder trainierst, dann kann es sogar sein, dass du Momente erlebst, in denen die Gedanken fast vollständig in den Hintergrund treten und du sie kaum noch beachtest. Was genau ist es in dir, das in der Lage ist, die Gedanken zu sehen? Es ist dein ruhiger innerer Ort oder mit einem anderen Wort dein Bewusstsein. Schau mal, ob du darin ruhen und die Gedanken vorbeigehen lassen kannst. Verweile hier und schau den Gedanken zu, solange du möchtest. Und denke daran, du kannst dich immer dafür entscheiden, in deinem inneren friedlichen Wohlfühlort Zeit zu genießen, den Gedanken bloß zuzuschauen, statt ihnen alles zu glauben oder sie persönlich zu nehmen. Einfach atmen und die Gedankengänger beobachten, die wie Fußgänger durch dein inneres Gedankenreich laufen. Nun komme langsam zurück, beweg mal deine Hände und Füße, atmet nochmal tief durch, dürft euch auch recken und strecken oder mal die Thymusdrüse klopfen und dann wieder im Hier und Jetzt sein. Damit gebe ich zurück zu Heike. Oh, vielen, vielen Dank. Ich will jetzt gar nichts sagen, weil das so schön ruhig ist.
jeder nur so vor sich hin schläft, in Anführungszeichen. Aber ich sage vielen, vielen Dank allen, die jetzt hier dabei waren, die gesprochen haben. Wir verabschieden jetzt unsere Teilnehmer, die hier nur zuschauen, und schalten jetzt die Aufzeichnung ab. Vielen Dank.